Was genau ist es, was für dich persönlich da so zu eng ist? Schwierig. Es ist einfach eine, und es ist jetzt schwierig, das zu verallgemeinern, weil es ja sehr viele Lehrer gibt, die großartig sind, ja, und die sehr, sehr offen sind im Kopf und für Neues zuständig sind. Aber wir reden auch über damals und dich. Also. Ja, über damals und mich. Ich habe das Gefühl, ich muss so viel Energie reinstecken, um hier überhaupt eine Unterrichtsatmosphäre zu schaffen. Weil die Grundatmosphäre in der Schule immer noch die ist, wenn du den Druck aufbaust, dann hören die alle zu, mhm, und dann wird das alles gemacht. Und wenn du dieses Druckspiel nicht mitspielst, geht es auch, aber es ist einfach viel, viel schwieriger. Mhm. Was ich verstehe, die haben 4 Stunden lang den wahnsinnigen Druck, ja, werden angeschrien. Die Kinder jetzt, mhm, ja. Und dann habe ich dort Musikunterricht und ich bereite das vor, ich nenne mir den Musizieren. Und das ist dann, und da muss ich einen Druck aufbauen, damit ich überhaupt anfangen kann zu unterrichten. Weil die sonst sagen, hey, super, verlängerte Pause. Und das kannst du natürlich machen, und da gibt es natürlich auch unterschiedlich, da gibt es Klassen, die sind, ich hab damals, ist schon so lange her, drei dritte Klassen parallel. Ja, und das war ganz interessant, weil ich habe nicht jeder das gleiche gemacht, es gibt überall nette Kinder, nicht nette Kinder, wie halt der Schnitt von Menschheit ist. Ja? Und mit der einen Klasse konntest du alles machen. Wir haben musiziert, wir haben eigentlich fast nur Musik gemacht und dazwischen was gelernt, aber ein bisschen was aufgeschrieben, aber ich habe mit denen noch gar keinen Test gemacht, die haben das einfach so durch das so gelernt. Ja? Mhm. Die zweite Klasse war auch okay, und die dritte, die waren irre. Darf ich ganz kurz unterbrechen? Ja. Es ist nämlich witzig für euch. Ich habe vor ein paar Tagen mit einer anderen lieben Freundin von mir telefoniert. Die ist Lehrerin für Englisch und Französisch an einer AHS. Und die hat mir ganz lustig das Gleiche erzählt. Sie sagt, parallele Klasse. Du hast das Gefühl, du machst das Lehrer dasselbe. Und es ist ein Riesenunterschied, wie die Klasse darauf reagiert und was da auch weitergeht. Also, was sowas betrifft, hat sich da scheinbar wirklich wenig geändert über die Jahre. Ja, da hat sich gar nichts geändert. Und natürlich, wenn du dann so vierte, fünfte Klasse, das ist auch logisch, dass das schwierig ist, weil die halt natürlich in der Mitte, am Höhepunkt der Pubertät sind, ja, und die müssen auch. Nur dann hast du Klassen, wo 27 Kinder drinnen sitzen, ja, wo jeder den Zwang hat, jetzt das, was die Natur ihr oder ihm vorgegeben hat, rauszulassen in der Pubertät, ja? Und das ist auch das gute Recht, das ist auch ganz normal. Ja? Nur musst du das, finde ich, das Rundherum dementsprechend anpassen. Ja, okay. Und ich habe zum Beispiel meine Probe, ja, das war eine 5. Klasse, die waren eine wirklich nette Klasse. Ja? Ein bisschen schwierig, aber wirklich lauter nette Kinder sind eh meistens die Kinder normal. Ja? Und da war eine Woche, war die Hälfte der Klasse weg, auf Schulen oder aber keine Ahnung. Das war ein ganz anderes mit 15 Leuten unterrichten. Plötzlich, und das hat auch nichts, da waren auch nicht die Schlimmen weg oder die anderen weg, sondern es war wirklich die Hälfte war weg. Das ist eine Gruppen- und Gruppendynamik. Und das ist eine Gruppendynamik. Und das ist eine Gruppendynamik, die in der, jetzt von der Schülerseite her, die aber auch mit dieser Schulstruktur zusammenhängt. Ja, und dann hast du natürlich die Schuldynamik, wo es heißt, nein, das muss man machen. Das habe ich auch in meinem, ich habe dieses Probejahr gemacht für die AHS. Und da war die Frage von einer Kollegin, der Bub ist in Mathematik, der ist so gut, der macht seine Hausaufgaben nicht. Weil er sagt, er kann das eh alles. Ja, doch lauter Servo, dass die Schularbeiten, er kann das eh alles. Und ich sage, ja, der muss das ja machen. Und dieser Lehrer, der uns da als Betreuung, der hat dann gesagt, nein, das ist ja ein Blöd, der kann das ja. Ja, aber wie kommen die anderen dazu dass sie es machen müssen und er nicht? Und das meine ich mit, das ist der enge Schulgeist. Und das wird durch die Schule immer auch noch gefördert. Mhm. Ja? Und diese scheinbare Gerechtigkeit. Diese scheinbare, die ja keine Gerechtigkeit ist. Mhm. Weil der kann, die will mal das machen. Und dieser, ich weiß nicht, was der hat, was seine Funktion war halt, es war ein Schuldirektor von der AHS, der halt diese jungen Lehrer betreut hat, mhm, einmal in der Woche oder einmal im Monat. Und der hat dann vorgeschlagen, ja, geben Sie ihm doch was anderes als Hausaufgaben. Na, wie komme ich dazu, dass ich eine eigene Hausaufgabe für den schreibe? Ja, und die geht dann unterrichten. Ja. Ja, und du kriegst diese Leute auch nicht los. Okay. Das heißt, du hast Lehramt gemacht. Ich habe zuerst mal das Lehramt für Hauptschule gemacht. Ja. Da habe ich eine an der Hauptschule unterrichtet. Das war auch eine eigene Erfahrung. Mhm. Aber auch hier und dann habe ich das Lehramt für die AHS, für Musik und Geschichte gemacht.
und habe ein Jahr und habe das Probejahr und dann war ich 2 Jahre in London und habe dort die Clown- und Schauspielausbildung gemacht. Und dann bin ich zurückgekommen, dann war es natürlich schwierig. Dann, du hattest schon den Verdacht, dass die Clown-Ausbildung vielleicht. Okay, eine ganz konkrete Frage: Ausbildung, Lehramt, Geschichte, Lehrer. Kannst du dich noch erinnern, wie viel oder was du da gelernt hast im Sinne von, das ist jetzt der Inhalt, das ist der Stoff und das ist das Didaktische, wie man mit Kindern dieses oder jenes Alters umgeht, um es ihnen beizubringen? Naja, also auf der pädagogischen, jetzt heißt es pädagogische Hochschule, damals war es noch Peter, war schon sehr viel Schwerpunkt auf der Vermittlung. Okay. Ja, da war rundherum nicht viel da. Also ich glaube, über das Matura-Niveau sind wir auch dort nicht gekommen, aber es war ein großer Schwerpunkt auf die Vermittlung. Auf der Uni dann war der große Schwerpunkt auf den Inhalt und Vermittlung ein bisschen. Es hat dann schon, es hat einen gegeben, der hat Lemberger, der gestern ein Geschichtsbuch gemacht. Das war ein großartiger Unterrichtender und der hat wahnsinnig gute Ideen gehabt, wie man Geschichte anders bringt, als so wie wir das gelernt haben, dass du das halt auswendig lernst und 3-3-3, große Kleinerei, aber vielleicht war es auch 2-2-2, aber ich glaube es war 3-3-3. Indem du Geschichte erfahrbarer machst. Ja. Und ich glaube, das hat sich schon verändert vom Inhalt her, dass du mehr Sozialgeschichte machst und nicht nur lernst, welche Herrscher haben irgendwann gelebt, was ja wirklich niemanden interessiert, sondern auch, wie haben die Menschen gelebt. Wie haben die Leute damals gelebt und wie, und wenn du schaffst, das überzubringen, ist es erstens interessanter für die Kinder und man merkt es automatisch leichter und man lernt auch das Rundherum dann viel leichter und so ist es wie mit dem Textlernen. Wenn du dir das Rundherum vorstellst und nicht nur schaust, dass du das so lernst, sondern auch, was passiert in der Szene, wo gehe ich da hin oder das macht man dann erst in der Probe, aber jetzt einmal den Kopf nur, dann lernt man das viel leichter, wenn du es mit verschiedenen Möglichkeiten angehst. Dieses vernetzte Lernen, dieses eine vernetzte Information, ein Neuron, wenn man das irgendwie mit was verbinden kann, entsteht ein Netz, was dann auch leichter wieder auffindbar ist. Ne? Vielleicht kennt ihr das schon aus dem einen oder anderen Video von mir. Oder zum Beispiel, ich habe Klavier studiert auch. Und wenn du ein Klavierstück, eine Bachfuge oder eine Beethoven-Sonate lernst, dass du auch verschiedene Ansätze, da musst du zuerst mal versuchen, das zu lesen von den Noten her. Okay. Ja, und schauen, was passiert da drinnen. Das ist, da gibt es einen ganz strikten musikalischen Aufbau. Ja, und wenn du weißt, das ist zum Beispiel hier, das ist die Grobstufe, das ist die, wenn es in C-Dur ist, das ist der C-Dur-Teil, dann die 4. Stufe, F-Dur-Teil, dann die 5. Stufe. Ja, muss ich mir denn das selber arbeiten oder gibt es da schon ein Begleitheft, der sagt, lieber Musiker, wenn du dir diese Sonate reinziehen willst, dann bitte beachte oder die Struktur ist. Gibt es da eine Metabeschreibung dazu? Es gibt schon für manche Dinge, aber im Prinzip muss man sich das selbst arbeiten. Indem du Kamomillehre studierst, indem du arbeitest du dir das. Mhm. Wenn du zum Beispiel schaust, wie ist diese Beethoven-Sonate aufgebaut, das passiert natürlich auf verschiedensten Stufen. Das geht auch nicht von heute auf morgen und du wirst am Anfang nur den groben Bogen rausfinden. Und je mehr du dich damit beschäftigst, desto klarer wird das. Und wenn du Komponist bist zum Beispiel, ja, dann verstehst du auch vollkommen, was da drinnen passiert. Und es ist viel leichter. Und auch da gibt es verschiedene Ansätze. Ist dann der gute Musiker und der weniger gute, der Allrounder, der Musik? Das kannst du nicht sagen so, weil jeder hat einen anderen Zugang. Es gibt Leute, die können wahnsinnig gut Blatt lesen. Vor allem die, ich meine, Korrepetitoren, jetzt auch an den Opernhäusern, denen teilweise stellst du das hin, der hat das noch nie in seinem Leben gesehen und der kann das spielen. Weil das Blattleser sind. Es gibt Leute, die können wahnsinnig gut vom Blatt lesen. Ich habe einen gekannt, dem hast du alles hingestellt. Der hat alles spielen können. Ja, da war nie sehr viel Musik dabei. Das höre ich aber immer wieder, dass es erstaunlich ist, wie viele Musiker es gibt, die eigentlich Noten nicht lesen können. Bezieht sich das auf eher Popmusiker oder gibt es ja auch im Klassischen, im Gesanglichen? Oder schau, im Musikinstrument ist das im klassischen Bereich nicht, dass du nicht Noten lesen kannst. Du kannst nicht geigen, wenn du abgesehen, aber du beschäftigst dich ja Jahrzehnte mit dem Instrument. Ja, das, bei Sängern ist das möglich, weil das ist ein Instrument, du kannst es auch lernen, du hast nur eine Stimme. Ja, Notenlesen hilft, weil das ist ja eine Krücke, Notenlesen. Warum sind Noten entstanden, wenn man sich das alles nicht mehr gemerkt hat? Wie die Schrift, ne? Ja, wie die Schrift. Ja, und ich sind ja Jahrtausende ohne Noten musiziert worden. Und zum Beispiel in Indien, die Musik, die haben auch eine klassische Musik, die wird aber nicht aufgeschrieben.
Die haben eine klassische Musik, die ist interessanterweise zur ähnlichen Zeit entstanden wie unsere klassische Musik, Mozart, Beethoven, Haydn. Okay. Und die ist mündlich tradiert worden. Und auch wenig verändert worden seither, oder? Wer soll das wissen, aber es schaut so aus. Ne? Okay. Also es sind auch verschiedenste Kulturen, verschiedenste Ansätze und es gibt Musiker, die haben, meine Frau zum Beispiel, die liest sehr schnell. Ja, die ist Pianistin und die sieht also eine Prokofjew-Sonate, für die ich wahrscheinlich ein Jahr brauchen würde, bis ich das überhaupt lesen kann, das Zeug. Ja, und die sieht das und die spielt das und dann muss sie nur noch üben, dass das in die Finger geht. Weil wenn du sagst, die liest recht schnell, kommt bei mir sofort wieder die Frage, ja klar, wir reden jetzt von Noten, heißt das dann automatisch, dass sie auch Bücher schnell liest? Na, mit Noten lesen meine ich, dass sie das erfasst. Ja, aber heißt das dann auch automatisch, dass sie ein Buch schneller liest, also irgendeinen Roman oder einen Sachtext, oder ist das ganz was anderes? Ich glaube, das ist was anderes. Weil ich zum Noten erfassen, das ist eine andere Technik. Mhm. Und dann gibt es Leute, die hören zum Beispiel, ich kenne einen wirklich guten Pianisten, der kann wirklich schlecht Noten lesen, der kann schon Noten lesen, ja, der komponiert auch, der schreibt auch. Ja. Aber wenn du dem was vorlegst, der kann das nicht spielen. Mhm. Der muss das hören. Ja. Ja, oder kämpft sich halt zu Hause durch irgendwie, aber der ist dafür, wenn du dem was vorspielst, der kann sich hinsetzen und kann das nachspielen. Ja, das war mein Großvater. Ja. Der hat Noten überhaupt keinen Hut gehabt, aber er hat aus dem Gehör heraus, meine simple Melodie, keine Klassik, aber einfache Dinge nach. Es gibt auch in der Klassik simple Melodien, sag ich. Aber natürlich, je komplizierter das wird, ja, wenn du in der Ligeti, es gibt sicher schon Leute, die das auch hören können. Ja, aber die Aufnahmeprüfung für Komposition zum Beispiel, ja, da setzt sich aufs Klavier drauf und du musst dann die Noten aufschreiben, im übertragenen Sinn. Ja, also der gibt ja so einen Klang, ja, und der weiß schon, was er für Töne spielt, aber der gibt so einen Klang und du musst jeden von diesen 20 Tönen hören. Also das sind Leute, die wirklich gut hören, wenn du Tonmeisteraufnahmeprüfung machst zum Beispiel, auf der Musikuni. Nichts für mich. Ja. Eindeutig. Und wenn du zum Beispiel so einen, und das hängt auch darauf an, es kommt auch an die Stimmung. Viele von den Jazzmusikern zum Beispiel, die sie komponieren auch und die verstehen die Struktur leichter. Wenn du die Struktur verstehst, dann kannst du viel leichter improvisieren. Ja, auch in der Klassik, aber es improvisiert also halt nicht niemand mehr. Kenne zuerst die Regeln, dann kannst du dir überlegen, ob es Sinn macht, sie zu brechen. So genau. Mhm. Weil das Blues-Schema zum Beispiel ist ja vom Schema ein ganz einfaches Schema. Und wenn du das nicht kennst, kannst du mit niemandem zusammenspielen. Und wenn jetzt zwei Musiker zusammen Blues improvisieren, dann können die das nur, weil die das Grundschema kennen. Und das ist die stille Übereinkunft und der Finz. Und dann geht einer drüber hinweg und der andere kann dann mitgehen, weil er weiß, da bleibe ich und da kommt er wieder zurück. Nach dem achten Tag muss er wieder da sein. Ah, okay. Außer jetzt, wenn du mir zu, wenn du das vorher aufmachst, dann ist er erst nach dem 16. da. Aber im Prinzip weiß der genau, was der macht. Weil sonst kannst du nicht miteinander spielen, sonst ist das eine Kakophonie. Wenn du jetzt Blues miteinander machen willst. Ja. Was gibt es jetzt zusammengefasst vielleicht noch einmal so an Tipps und Tricks für Schüler ins Alters da draußen, die einmal mehr, einmal weniger auswendig lernen müssen auch? Laut lesen. Also das hilft mir ist Tipp noch an. Manche lernen es auch auswendig. Es ist ausprobieren. Manche haben ein fotografisches Gedächtnis. Weniger. Ja, die lesen das und mein Klavierlehrer zum Beispiel hat mir beigebracht, jetzt für ein Klavierstück, aber das gilt auch für einen Text, verschiedenste Ansätze, dass wenn einer wegfällt, kannst du dich an das erinnern. Ah, okay. Wenn ich nicht mehr weiß, wenn viele Pianisten, also ich rede von nicht professionellen Pianisten, okay, ja, üben das so, dass das alles in den Fingern ist. Mhm. Die wissen aber nicht, was da passiert in dem Stück. Mhm. Und wenn das irgendwie aus irgendeinem Grund diese Automatisierung, die in den Fingern wegfällt, ist nichts mehr da. Okay. Ja. Und du musst das natürlich automatisieren, weil wenn du ein schnelles Stück spielst oder auch bei dem Text, wenn ich Tchaikovsky singe, wenn das nicht automatisiert ist, ja, kann ich es nicht machen. Stichwort. Automatisieren, anderer Bereich, kleines einmal eins. Irgendwann einmal muss es automatisch da sein, auswendig gelernt. Aber wenn er dann plötzlich nicht mehr einfällt, was 7x8 ist, brauche ich irgendwie eine andere Strategie. Wie kann ich darüber nachdenken? Wie kann ich absichern, was das Ergebnis ist? Das ist ungefähr das, was du sprichst. Das ist genau das, ja. Okay, spannend, ja. Und auch beim Text ist auch genau das Gleiche. Ja, und mit dem Kopf dabei sein. Und das ist zum Beispiel, wenn du was 100-mal schon singst oder 100-mal schon sprichst.
du weißt es, es ist total routiniert. Und da ist die Gefahr durch diese Routine, die ja im Prinzip was sehr Positives ist, aber in dem Fall was Negatives, dass du das so routinierst, dass du mit dem Kopf, dass du nicht mehr weißt, was du machst. Und das läuft dann so. Ja. Und das hört der Kinder, in dem Fall das Publikum. Das, da kommt bei mir im Hinterkopf wieder so die Situation, die Hausübung oder zu Hause ist alles klar, aber dann kommt der Test, dann kommt die Schularbeit, dann gibt es aber diese Prüfungsangst. Das ist bei euch irgendwie das Lampenfieber. Das heißt, ist das jetzt ein Stück weit was Gutes, damit ich eher da bin und fokussiert bin? Was tut man, wenn das überhand nimmt? Vielleicht einfach. Naja, da gibt es auch, da ist auch jemand anders, ja, mit dem Lampenfieber. Wie geht's dir? Mir geht's so, Angst habe ich nur, wenn ich es nicht wirklich kann. Wenn ich weiß, ich kann das nicht wirklich, das ist furchtbar. Wie oft passiert das? Wollen wir jetzt wissen natürlich? Passiert immer selten. Nein, passiert, ist am Anfang sehr oft, aber man professionalisiert sich natürlich mit der Arbeit immer mehr und dann passiert das nicht mehr. Okay. Ja, weil, also grundsätzlich machst du deine Hausübungen schon? Ich mache meine Hausübungen. Nein, weil du lernst einfach, du bist auch freier, wenn du die Hausübung gemacht hast. In meinem Fall ist Lernen. Weil du ja auch nicht frei bist. Ja. Also ich habe schon in meinen Anfangszeiten, da habe ich schon auch Stücke in Kleintheater, wo einfach nicht so viel Zeit zum Proben ist. In der Volksschule hast du 6 Wochen Zeit zum Proben. Und davor musst du den Text lernen. Das heißt, das geht viel besser in den Körper rein, weil du ja auch, und das ist der nächste Zugang, durch die Körperlichkeit geht auch was in den Kopf hinein. Mhm. Ja, indem du Bewegungen dazu machst und zum Beispiel bei diesem Tschaikowski-Lied, da habe ich mir zuerst die ganzen Komponisten rausgesucht aus dem Internet und die gibt es bis auf 2. 2 sind erfunden, den Rest gibt es. Haben mir das Foto rausgedruckt, weil vor dem Stück habe ich Angst gehabt. Wenn das ist, nein, da hast du keine zweite Chance. Ja. Wenn du ein langsames Lied oder so, da kann ich immer noch die Pianistin zurufen und nachdem meine Pianistin auch meine Frau ist, weiß sie auch schon, wo sie mir zurufen muss. Aber wenn das so im Staccato wird, bist du draußen. Mhm. Ja, das ist wie eine Bachfuge. Wenn du die nicht kannst, du kommst da auch nicht mehr rein. Außer du weißt genau, was passiert. Und hast andere Mnemonics, andere kleine Erinnerungen. Und wenn du da in dem Tschaikowski-Lied zum Beispiel, ich gehe jetzt nur als Beispiel, weil das sowas ist, am Anfang, da habe ich zu jedem Komponist das Bild im Kopf gehabt. Ich habe mir das so aufgeklebt, das Bild, wann hat er gelebt, und habe diese Namen ein paar Mal vor mir gehabt. Das ist die harte Arbeit, ne? Zu wissen oder herauszufinden, was tue ich drumherum, wie viel Zeit muss ich investieren, bis ich überhaupt so. Und das muss jeder für sich herausfinden, welcher Lerntyp er ist. Ja, das Typen gefällt mir nicht so gut. Oder welche Zugänge er hat. Ja. Und es ist immer die Summe, aber ich habe zum Beispiel, wenn du es mir 4-mal vorher sprichst, das ist alles, geht nicht einmal der Reihe daraus. Okay. Ja, ich muss das lesen. Ja. Mhm. Ich muss das lesen und selber laut sagen. Obwohl als Musiker ja durchaus wahrscheinlich vom Hören her das Gehör ein wichtiger Sinn ist für dich. Ja, aber das hat mit Zuhören zu tun. Mhm. Das hat damit zu tun, weil ich so ein unruhiger Geist auch bin. Okay. Und wenn du ein unruhiger Geist bist, hast du manchmal, und dauernd irgendwas im Kopf drinnen ist, hast du manchmal Schwierigkeiten mit dem Zuhören. Mhm. Wenn mir meine Tochter kommt von der Schule und erzählt mir irgendwas, muss sie dann manchmal, wo ich dann sage, bitte jetzt sag's mir nochmal, ich habe dir nicht zuhören können. Warum auch immer, weil dann irgendwelche abgelenkt war von irgendwas anderem. Und dann sagt sie mir, ja, aber das ist nicht sehr höflich. Ja. Und dann erzählt sie es mir nochmal und dann kann ich ganz bewusst zuhören. Okay. Das kann ich schauen, wenn ich bewusst zuhöre. Ja. Aber da gibt es andere, denen sagst du, die können auch Poplieder einfach mitsingen, das konnte ich nie. Ich konnte nie Popmusiklieder, wo ich den Täter, ich muss einen Text, wenn ich ihn singe, wirklich lernen. Vielleicht erzählst du uns, wo man dich sehen kann, wo man was von dir hören kann, wie man dich vielleicht virtuell findet, für alle, die es interessiert. Also ich bin in der Volksoper zu sehen, ich bin im Theater in Wien zu sehen und virtuell bin ich auch zu sehen. Ich mache einen Wetterbericht, das beste Wetter. Heißt mein YouTube-Kanal und Facebook-Kanal, Instagram habe ich noch nicht geschafft. Aber und auf meiner Homepage www.wachsentertainment.com. Ihr seht es unten in den Kommentaren von dem YouTube-Video. Da sind auch ein paar Videos drauf von schrägen Sachen. Super! Das war ausführlich. Herzlichen Dank für deine Zeit. Hat mich gefreut. Alles Gute. Danke sehr. Viel Spaß. Ja, sucht sie und schaut sich was an. Kann ich nur empfehlen. Ja. Danke.